Hallo Leute, zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Build. So, ich bin wieder schwer beschäftigt hier. Viele Leute wollen Antworten von mir, die werden die jetzt gleich kriegen. Ja, ich werde lesen, was haben wir denn hier alles? Ist meine Schwester mit drauf? Ja, bestimmt. Alle wollen so auf die Aufnahme. Kein Plan, Jackie. Ich dachte, du willst hier was bauen. Warte mal. Ich muss gerade hier ein bisschen was sortieren hier gerade hier, sonst bin ich hier glatt mal wieder überfordert. Hier bauen. Ja, ich muss gerade mal ein bisschen was sortieren hier, so dass die Leute was zu tun haben. So, ja, da springt schon der erste rum. Alle sind so fame geil. Alle wollen mit auf die Aufnahme. Verstehe ich gar nicht. Okay. Ja, Leute, lasst doch mal die Jackie lesen. So. Yeah. Du bist gemeint. Cooler Skin übrigens. Wen haben wir denn hier? Jay-Z baut sein Haus. Wen haben wir denn hier? Bulldogs haben wir noch hier, ne? Bulldogs. Okay, und hier haben wir die kleine Schwester. Dann nehmen wir sie auch mal mit drauf. Da ist die kleine Schwester von Jay-Z, Joe, hallo, hallo, guten Tag, oh, hallo, hallo, möchtest du gerne im Keller wohnen? Okay, kleines Kellerkind, nee, ich glaube, das war doch von meinen TNT-Bomben, hier habe ich ein bisschen was ausgehöhlt, ja, sie baut hier ein Grundstück und wie ihr seht, das ist ja hier das Schachbrett, hier könnt ihr gerne was bauen, wenn ihr was möchtet, oh, was macht denn Bulldogs da? Das habe ich in der letzten Folge erklärt, wie das funktioniert, einfach eine FA schicken. Und wenn ihr Hashtag bauen schreibt, dann heißt das für mich, dass ihr gerne hier ein Grundstück haben möchtet und hier drauf bauen möchtet. Auf irgendein von diesen freien Grundstücken noch. Es sind ja noch einige hier am Start, aber das geht schnell. Schnell sind sie bebaut. Deswegen Hashtag bauen schreiben, da weiß ich Bescheid. Ich lade euch ein, dann könnt ihr bauen. So. Wie lange nehme ich auf hier? Wie lange nehme ich auf? Kann ich gerade mal gucken. 2 Minuten noch was? Ach komm, wir machen es mal ein bisschen weniger. So. Eine Min. Wir sind ja gerade noch am Anfang hier. So. Zack, eine Min. Da, siehst du das? 1 Minute, Herr Bulldog. Da, 1 Minute. Yeah, fett. Ja, eigentlich habe ich noch vor, mir eine Villa zu bauen. So, aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal keine Villa, weil jetzt hier so viele Leute auch am Start sind. Ich werde jetzt ein paar Straßen weiter durchziehen. Ja, die Jackie hat wahrscheinlich keinen Plan da unten. Okay. Weil ich habe das immer gerne, wenn sich alle in einer Ecke aufhalten und nicht überall durch die Map fliegen und so. Da werde ich dann immer ein bisschen nervös. Da denke ich dann immer, oh nein, nicht, dass jetzt wieder irgendwas gegrieft wird. Oh nein. Hier könnte man eine Straße durchziehen. Passt das? Ja, das müsste passen, ne? Mal 1, 2. Warte mal. 2, 3, 4, 5. Oh, das passt gerade so. So. Ah, der Bulldogs, der hilft mir immer bei der Straßenarbeit. Der hat dieses Schachbrett mit mir auch zusammengebaut. Ich weiß gar nicht, haben wir eine Stunde für gebraucht oder so? Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. So, So, machen wir das mal hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, ein zu kurz. Ah, macht nichts. Ein zu kurz. Wir sollten auch mal erstmal den Straßenbelag hier nehmen. Wäre mal nicht schlecht hier. Da kommt da doch Bulldogs. Yeah, komm, helf mir. Straße machen. Yeah, guck, er weiß schon Bescheid. Wir sind ein eingespieltes Team. Wir haben ja so viele Straßen in der letzten Zeit da hinten gebaut. So. Ja, mir macht auch manchmal Spaß, einfach nur Straßen zu bauen. Ne? Das muss ja sein hier. So. Das kann Bulldogs mal alleine machen. Der ist Straßenprofi. So. Da ist die erste Straße. Die setzen wir da rein. Dann kann ich schon mal weiter gucken. Passt hier eine? Nee, ne, wahrscheinlich sind das nur 4 Blöcke. Ah, sogar nur 3. Ne, da passt keine mehr. Durch. Okay, die Jackie chillt da hinten. Hier machen wir auch noch mal eine Straße durch. Ich würde mal sagen, machen wir hier mittig eine durch. Um dieses Gebäude wollte ich auch schon mal eine Straße ziehen. Stimmt, so war das. Das machen wir jetzt mal. So. Wir ziehen direkt hier eine Straße an dem Gebäude entlang. Ist mein Aufnahmeknopf gedrückt? Ja, ist gedrückt. So. Und wie gesagt, ganz so viele Leute lasse ich nicht auf die Map, wenn wir hier bauen. Höchstens, also 3 mit mir. Jetzt sind zwar 5, aber es liegt einfach daran, dass hier die 2 doppelt sind.
Bulldogs ist ein Moderator, das ist dann eine Ausnahme. Moderatoren werden eigentlich, also wird man eigentlich nur, wenn man länger hier auf der Map ist und viel gebaut hat und denen ich so ein wenig vertraue, die werden Moderatoren. So. Aber man kann in den Köpfen nicht reingucken. Ich vertraue jetzt einfach mal. Und wie gesagt, automatische Speichern gibt es jetzt auch nicht mehr. Das wird jetzt einfach nur noch so laufen, dass ich dann. Ah, ich muss mal gerade gucken, wo sich alle hier aufhalten. Ja, so mag ich das. Wenn alle hier unten sich so halbwegs aufhalten, na klar kann man sich die Stadt angucken, da habe ich nichts dagegen. Aber es macht mich halt nervös. Was machst du denn schon wieder hier? Du sollst doch ein Haus bauen, dein Haus weiterbauen. Boah, eine Güte, Junge. Junge, ich nehme dich gleich mal in die Hand und zeig dir, wo dein Häuschen ist. So, wir. Ach komm, wir speichern noch nicht ab, sonst dein Schild gleich weg. Dann musst du alles nochmal neu schreiben. Ich weiß ja mal schon, wie lange das dauert. Machen wir gleich einen Speicherpunkt mal. So, guck mal, das passt ja super mit der Straße da hinten. Da kommen wir direkt auf die nächste Straße drauf. Haben wir so eine kleine Kreuzung hier. So. Hoppala, hoppala, hoppala. Komm schon, komm schon. Meint er, ist er jetzt fertig geschrieben? Ich sag ja. Er ist fertig. Was steht denn da? Alter, ein Zimmer, 7 ist noch frei. Ja, das habe ich dir aber gerade in der letzten Folge gesagt. Du brauchst erstmal dein Haus zu Ende. Dann darfst du gerne die Zimmer bebauen. Nach und nach. Nicht alles auf einmal. So. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Rom wurde auch nicht in einer Nacht erbaut. So, was hat er hier geschrieben? Ja. Ich weiß, ich weiß. Nein, ich habe dir doch gesagt, das Haus. Also manche Leute sind echt schwierig. Nein, erst das Haus. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das sagen soll. Das habe ich Ihnen gerade schon mal geschrieben. Erst das Haus. Was ist daran schwer zu verstehen? Erst das Haus fertig. Gebt euch mal ein bisschen Mühe, wo ihr gerade am Bauen seid und nicht direkt wieder drei andere Sachen anfangen, weil das bringt halt nichts. Alles anzufangen und nichts zu Ende zu bringen, das ist nicht nur in Mind City so, das ist generell im Leben so. Lasst euch das mal gesagt sein. Konzentriert euch. Ja, schade. Ich hab dir gesagt, danach kannst du es gerne machen. Aber das passt ja doch nicht perfekt mit der Straße. Das sah gerade aus, als würde das komplett so passen. Aber macht nichts, macht nichts. So, jetzt machen wir mal hier weiter. Hier ziehe ich dann auch nochmal komplett die Straße rum. Bulldogs, wo bist du? Bulldozer. So. Ach, oh, die juckt mir kurz mal die Nase einmal. Oh, so. Ach, da ist er schon, der Bulldogs. Er weiß, er kann manchmal Gedanken lesen. So. Einmal um das Haus herum. Weil ich finde, so Straßen, die gehören halt zu einer Großstadt. Das ist ganz cool. Ach so. Ja, komm, ist egal. Wir ziehen das jetzt hier ran. Eigentlich wollte ich das um das Haus ziehen. Kann man ja immer noch. Muss ich mal gucken, wie das aussieht gleich. So. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jo. Machen wir mal hier weiter. So. Nee, eigentlich wollte ich da hinten nur die Militärbasis ist nochmal die nächste Villa hinklatschen. Momentan habe ich irgendwie Bock, so Villen zu bauen. Oder tolle Häuser. Hoppala. Ja, da habe ich so eine Ecke gefunden, wo ich alles vollklatschen kann noch. Ein wenig Platz ist da noch. Aber der meiste Platz ist hier unten, wo wir uns aufhalten, also in die Richtung da hinten. Wo dieses Schachbrett ist, so will ich es mal nennen. Das Viertel Schachbrett. Uppala. Zack. Zack. Ich muss gleich mal gucken, wo die anderen sind. Ja, schön. Nice. Ah, wir haben es schon gut drauf hier. Sauber. Haben wir denn noch ein Haus hier? Ne, hier ist alles Paletti. Hier haben wir alle Häuser umschlungen, so will ich es mal nennen. Cool. Komm, schauen wir mal, was die anderen so machen. Ah, die Jackie baut ein Haus. Cool. Sauber, Jackie. Es wird schon. Ja, schön. Wen haben wir denn hier? Ach, Bulldogs. Okay, Straßenmeister. Ja, wo ist der Kollege? Ist schon wieder weg. Seine Schwester baut und er ist weg. Wo ist er denn? Ist der Kollege denn? Grün ist er, ne? So, komm, müssen wir mal eben zu Spieler. Hey. Bin ich denn hier? Muss gerade mal selber gucken, wo ich bin.
Ja, der hat es noch nicht richtig verstanden. So. Komm, den holen wir mal wieder hier hin. Irgendwann muss das ja mal raffen hier. Da ist er doch hier. Hausfertig machen. Hausfertig machen. Ja, endlich. Ah, cool. Der macht die Banner dran. Das sieht ja mal geil aus. Ah, nice. Stimmt ja. Das ist eine coole Idee mit den Bannern, ja. Fett. So. Oh, was macht die Schwester? Will die alles hier raus haben? Komm, helfen wir ihr mal ein bisschen. Heute sind wir auch mal ein bisschen die helfende Hand, die aufpassende Hand und die helfende Hand. So. Ach, speichern wollte ich. Ah, speichern wollte ich. So, das machen wir jetzt erstmal. Sicher ist sicher. So, vorbereiten fürs Speichern. Übrigens, das ist das Tag, das Tas, das Stadt-Texture Pack hier. Da werde ich auch immer öfter nachgefragt, welches Texture Pack das ist. Das ist das Stadt-Texture Pack. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Das ist auf jeden Fall nicht so teuer. Könnte ich das eigentlich? Könnte ich auch hier in den Dings gehen einmal? In den, warte mal, in den Shop kann ich hier gehen? Warte mal, wie ging denn das nochmal? Ach hier. Ah ne, da muss ich das Spiel verlassen für, ne? Ah ne. Ne, oder? Bin ich jetzt doof? Konnte man nicht mal hier in den Shop gehen? Ah ne, ich glaube nicht. So, Bulldogs, komm, wir gucken mal, was wir noch machen können. So. Es waren noch so ein paar. Ah, warte mal, Bulldogs, wo bist du? Ah, ich hole ihn gleich mal. Ich habe eine Idee. Wir gehen mal zum Dings, zum Campingplatz. Da müssen auch noch einige Wege hin. Hier ziehe ich jetzt erstmal keine Straße durch. So, wir fliegen mal ab zum Campingplatz. Ah, das Casino, das wird auch noch gebaut. Nur ist momentan Baustillstand, so will ich es mal nennen. Weil wir haben halt so viele andere Baustellen noch. Boah, ich denke immer, wenn sich die Welt so langsam aufbaut oder die Gebäude sich so langsam aufbauen, dass da irgendwie was kaputt ist. Okay. So. Come on, come on. Ja, genau. Wir werden mal die Wege hier ein bisschen sortieren, weil das sieht ein bisschen nach Chaos aus. Uppala, uppala. Ja, hier ist natürlich auch so viel Platz hier. So ein bisschen Platzverschwendung. Mal gucken, wie wir hier vom Strand vielleicht mal ein paar Wege durch das ganze Dings hier ziehen. Was nehmen wir denn da für Wege? Straße nehme ich jetzt nicht unbedingt da, ne? Warte mal. Wir holen mal eben Bulldogs hier hin. Unser Straßenmeister Bulldogs. Ich habe schon eine Idee, welchen Dings ich nehme. Nehmen wir mal den Endstein. Warte mal kurz. So, eins, zwei. Wir machen mal so ein paar Wege hier rein. Weil das sieht halt so ein bisschen komisch aus, wenn einfach nur so Grünflächen hier sind. Man muss ja auch irgendwie zu diesen ganzen Gebäuden kommen. Machen wir mal so ein bisschen Verschönerung. Ein paar Wege rein hier. Diesmal keine Straßen, diesmal ein bisschen so Kies. Oh, boah, wie lang das ist, bitteschön. Ah, cool. Ja, ist so ein bisschen Flächenarbeit. Das mache ich auch öfters jetzt offline. Dass ich so ein bisschen sauber. So ein bisschen was verschöner hier. Zum Beispiel hier. In die Mitte. Warte mal, machen wir mal hier so. Mal hier so. Da auch noch einen Weg hin. Ah, die Häuser stehen ja alle kreuz und quer, deswegen muss man hier so ein bisschen schauen, dass man hier halbwegs so ein bisschen die Wege reinkriegt. Das wollte ich schon öfter mal machen. Deswegen, aber sowas wird jetzt nicht mehr passieren, dass ich so nachträglich so die ganzen Wege hier reinmachen muss, weil wir da hinten ja Struktur drin haben mit dem Schachbrett. Das gefällt mir wesentlich besser. Da weiß jeder, wie groß sein Grundstück ist, wie weit er bauen kann und das halt einfach besser geordnet. So, das ist ein bisschen mehr mit System. Sieht halt dann auch schöner aus. So, cool. So, warte mal. Machen wir hier nochmal einen hin, kurz. Zack, 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 zack.
Mal hier nochmal einen hin. Genau, da kommt auch nochmal einer hin. Machen wir hier nochmal was hin, so. Dass alle so einen halbwegs so einen Anschluss haben. Ja. So, 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 so. Oh, ja. Ja. Ja, sieht doch schon mal, es sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Okay, ja, so ein paar Wege, das ist schon ganz gut. Mache ich hier noch was an den Weg hin? Ich bin gerade am Überlegen. Wir könnten ja. Ach, hier hinten muss auch noch ein Weg lang. Stimmt, hier muss ja auch noch ein Weg lang. Ich habe gerade überlegt, ob wir rechts und links ein paar Blumen machen, aber ich wollte es nicht komplett mit Blumen machen. Muss ich mal schauen. Ja, da kommt man hier überall hin. Ja, das ist schon ganz gut. Man kommt in die kleinsten Ecken. Stimmt, und hier müssen wir dann auch noch einen Weg lang machen. Das werden wir dann auch hier machen. Genau. Ja, Platz haben wir. Aber für eine Straße ist das meistens immer so ein bisschen zu eng. So. Welchen guten Mann haben wir denn hier? Wer wohnt? Oh, nicht so schnell hier. So, wen haben wir denn hier? Marlon. Marlon, cool. Marlon Cool 05. Oh, Bulldog, so sieht aber gefährlich aus. So, ach ne, hier muss auch noch einer hin. Geht ja so ein Doppelweg immer. So, hier auch nochmal Doppelweg. Was geht ab bei dir? Wir hatten doch schon Halloween. Schau mir in die Augen. Ach, ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen Zeit ist noch. Nein! Ach so, ist egal, kannst auch so machen. Macht nix, macht nix. Ist egal, wie du den Weg da hinten machst, das war ja beides richtig. Genau, korrekt. Schön. Ja. Cool, da haben wir schon mal auf jeden Fall so eine Straße so ein bisschen durchgezogen. Es hat jedes Haus jetzt einen Anschluss. Warte mal, mache ich hier noch was durch? Ist das zwei? Ja, komm, machen wir hier auch noch mal durch. Hier machen wir auch noch mal hier ein Zweier durch. Was hast du denn da? Ach so, der will, dass ich ihn anziehe. Ah, dass ich den anziehe. Ach so, warte mal. Das kann ich doch selber. Nein, warte. Ach, die meine Sonnenbrille auch noch ab. Ist egal. Was geht ab bei euch hier? Nachträgliches Halloween. Da erschrecke ich mich ja schon fast selber. Okay, machen wir. Opala. Ja, toll. Mit der Maske funktioniert auf einmal gar nichts mehr. Aber ich habe meine Sonnenbrille. Habe ich noch im Inventar. So, genau. Das ziehen wir hier schön lang. Mal schön bis zur Strandpromenade nochmal hier so einen Weg rein. So, dann werden wir gleich mal die anderen Leute besuchen. Ich hoffe, Jay-Z, dass du an deinem Haus am Bauen bist, dass sie dich nicht schon wieder irgendwo wegholen muss. Der Mann mit den 100 Baustellen. Cool. Ja, so ein bisschen Flächenarbeit, das ist schon wichtig. Das ist gar nicht mal so unwichtig hier. Yeah. Sauber. Cool. Das haben wir gut gemacht. Schön gemacht. So. Komm, wir fliegen mal erstmal weiter hier. Ja, das hier, das Gebäude hier, wo ich gerade durchfliege, das werde ich auch noch weiter bauen. Das ist das World Trade Center. Oh, hier fliegen wir mal nicht durch hier. Da ist auch eine kleine Freeze-Zone, wenn man nicht aufpasst. So. Ja, man sieht nicht so viel hier in der Weitsicht, ne? Ah, warte mal, ich speichere mal. In der Hoffnung, dass nichts gegrieft wurde. So. Let's Speicherring.
Komm, 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 komm. Supi. Ach, guck, und die Welt ist, steht schon da. Das ist ja praktisch. Wir speichern und die Welt hat sich im Hintergrund schön aufgeladen. Aufgeladen, das hört sich an. So, wo sind denn die anderen Kollegen hier? Ja, Bulldogs. Ich hätte dich auch gerade gleich geholt. Was geht hier ab? Ah, sauber. Hier ist schon das Dach drauf. Ah, fleißig. So mag ich das. Hier wird überall gebaut. Schön. Komm, gucken wir uns das mal an hier. Ich muss mal wieder meine Dings aufsetzen. Ich sehe aus wie ein Volltrottel mit meinen Creeper-Dings. So, nicht, dass sie sich erschrecken hier. Uppala. Oh. Cool. Das Haus von Jackie. Von Jack Daniels. So, was haben wir denn hier? Oh. Das hat er echt gut gemacht hier. Ja. Das sieht echt nice aus. Cool. Die Banner als Gardinen. Schön. So. Oh, und die Schwester von ihm baut auch sehr rustikal, wie man sieht hier. Puh, oh mein Gott. Das wird aber ein Riesenhaus. Ich bin mal gespannt, ob das jemals fertig wird. Naja. Gucken wir mal, ne? Wie sieht's denn jetzt auf der Map schon aus hier? Boah, wie voll das alles ist. Krass. Richtig krass. Da oben am Stadion wird auch noch ein bisschen was gebaut. Jay-Z fliegt wieder rum und ist wieder nicht an seinem Haus. Hilfe! Hilfe! Yeah, was geht ab? Ich stehe auf der Kreuzung mit meinem Puschelschwanz. Ich habe keine Angst vor euch, weil ich hab's drauf. Oder nicht? Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt erstmal hier ein kleines Folgenpäuschen. Und dann sehen wir uns halt im nächsten Part von Minecraft Let's Build wieder. Lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr mitspielen wollt, ne, FA schicken und Hashtag bauen, dann dürft ihr in diesem schönen, auf diesem schönen Schachbrett, wo noch Restplätze frei sind, euer eigenes Haus bauen oder ein Hochhaus bauen, so wie ihr möchtet. Ich zeige euch die ganze Geschichte mal hier so von oben. Da, so viel Platz haben wir da noch. Krass, ne? Richtig krass. Wir können es auch hier ein bisschen ausweiten. Da rechts ist das Weltenende, da geht's nicht. Aber hier kriegen wir dann nochmal so 2,5 Grundstücke doch mal hin. Oder 4, schauen wir mal. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich schon gesagt, lasst ein Like da bestimmt, ne? Dann sehen wir uns halt im nächsten Part von Minecraft Let's Build wieder. Oder zu Minecraft Tutorial. Müssen wir mal gucken, ne? Könnt ihr mal schauen, wo wir uns dann wieder treffen. Ich sag jetzt erstmal tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.